Meter. Now we got another Oldie off the runway for lineup. And the Oldie is not the pilot, it's Tony Gleisner. But he's with the car from the very beginning on. So he's an old test pilot as well. But he's flying a very old aircraft. He's flying a 403 F104. Ja, jetzt haben wir noch zwei Oldies hier draußen. Zum einen der Tommy, der trotz seiner jungen Jahre eigentlich ein alter Hase ist, weil er von der ersten Stunde an dabei ist für das Airworld-Team und der fliegt einen echten Oldtimer, eine im Maßstab 1:4 gebaute F-104 Starfighter von Airworld. So, die TC-21 kommt jetzt zur Landung rein, während der Starfighter auf der Bahn gebremst wird und beschleunigt. Spaß ist halber gesagt, der hat ja keine Tragflächen, der hat ja nur im Prinzip Querruder und statt der Tragflächen sind es Querruderhalter. Irgendwie müssen ja die angeschraubt werden, die Querruder. Also wie gesagt, man hat auch den Beinamen der Startmann hat eigentlich den Beinamen die fliegende Rakete, die bemannte Rakete. Und Starfighter basically has the nickname the manned rocket due to the size of the wings. Now very, very nice. We're not going to see it in full size of formation. But for 104, ja, das macht den Modellflug so einmalig. Im Original werden wir das nie sehen. Den PC-21 in Formationskunstflug mit einem Starfighter. Also zwei Spitzenpiloten, die sich hier perfekt ergänzen. Im Slot der Firma Airworld. Ja, ein paar Daten zu der F-104. Die ist klein, sage ich mal, mit einer Spannweite von 1,68 Meter. Das ist eher so, so die Größe von einem laufenden Taxi aus den 70er Jahren. Ne? Aber die Rumpflänge natürlich aufgrund der maßstabsgetreuen Nachbauweise, die Rumpflänge beträgt 4,30 Meter. Das Ganze liegt 20,4 Kilo Tonnen. Und von Airworld gibt es dann auch natürlich das entsprechende Scale-Fahrwerk und weitere Scale-Details dazu. Eingebaut ist der Jetship E220. Und für den Preis sind wir am besten mal dort vorbei bei ihm. Ja, ich habe gerade einen Zettel bekommen von Airworld, wem jetzt der Starfighter wirklich noch zu klein ist. Wir nehmen noch einen auf. Wir legen noch einen großen Auflösung. Ich habe den Prototyp schon gesehen, der hängt am Airworld stand. Der Rumpf im Maßstab 1:3. Erhältlichkeit im Laufe des nächsten Jahres. So, du hast gesagt, meine Schweibe macht noch keinen Sommer? Ja, nein, aber das Gute, was jetzt mit dem Startbeam hatte, den Beine Schweibe. Der uns auch im letzten Jahr diese Maschine schon gezeigt hat. Ja, das Nachbau, der gerade gibt es ja nur im Museum, vielleicht noch. Aber ein Nachbau, das ich am letzten Wochenende auf der Ahnweide sehe, im Flug landen durfte hier. Ja, Josef, Nachbau stimmt fast nicht ganz. Strich genommen ist es, weil die Amerikaner im Prinzip die Museumsmaschine zerlegt haben, haben die analysiert, haben dann wieder Werkstätten gebaut und haben dann mit der Seriennummer, mit der nächsten Seriennummer, die praktisch im Anschluss an, die, an das Ende der Produktion 1945 angeschlossen hat, weitergebaut. Also es ist eigentlich streng genommen eine Weiterführung der Serie von Messerschmitt. Es sind aber nur 5 Maschinen gebaut worden. Das hat den Grund, bis 5 Maschinen kann man sie als Experimentalflugzeug zulassen. Ab der Nummer 6 wäre eine aufwendige Serienproduktion. Jetzt sind wir Starfighter traumhaft gelandet, Tommy. Absolut super. Da wie gesagt, ab der Nummer
6 im Original wäre eine Zulassung einer Produktionsmaschine notwendig, das ist aufwendig. Deshalb hat man also sich entschieden, die Serie der 262 um 5 Maschinen zu erweitern. That the full size is a continuation of serial numbers of the stop of production in 1945, and these 5 extra Messerschmitt 262 were produced in the United States, and one is actually flying in Europe, and that's the one with Roy Putney. And this model is Water Spirit 262. It's a wingspan of 3 meters and 24 with a length of 271, and it's almost 4 feet, actually it's 1 by 3.9.